Ich habe noch nie in meinem Leben, solange ich das hier mache, die Leiter eines Spieles kritisiert, aber eine Geschichte aus früher, als wir noch in der hessischen Oberliga gespielt haben, da waren wir immer die komischen Bayern und manchmal kommt es mal so vor, als wären wir hier jetzt die komischen Hessen oder so ähnlich. Aber wir bleiben jetzt mal bei den positiven Dingen. Wir haben eben einen neuen Sponsor gewonnen. Das wird dann im nächsten Stadionheft stehen. Da freue ich mich sehr darüber, weil das gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Auch die Firma Eder, das habe ich ja schon mal erwähnt, hat sich auch deutlich, deutlich stärker erwähnt. Und wir sind auf unserem Weg, die Victoria regional aufzustellen, sehr viel weitergekommen. Und als letztes möchte ich da doch nochmal eins sagen. 99,9% unserer Fans sind fair, sind gute Fans, stehen hinter der Mannschaft. Aber wenn ich manchmal, wenn irgendwas in die Hose geht, wenn ich manche Sprüche von der eigenen Tribüne höre, da schäme ich mich ein bisschen. Das hat keiner hier verdient. Weder die Mannschaft noch der Vorstand und die Spieler schon gar nicht. Und jetzt reiche ich das Mikrofon auch direkt weiter zu unserem Gast, dem Herrn Preis. 3 Punkte. Schade für uns, gut für euch. Stellungnahme zum Spiel. Hallo. Grüß Gott zusammen. Lauter. Das Mikrofon geht nicht lauter. Okay. Ja, ich glaube, dass ihr heute ein sehr kampfbetontes Spiel gesehen habt, auf beiden Seiten. Der Platz war natürlich ja, irgendwann einmal in keinem guten Zustand mehr. Von daher viele Zweikämpfe, robuste Art und Weise, ja, die man einfach anpassen musste. Erste Halbzeit, finde ich, waren wir nicht so richtig auf dem Platz. Wir haben keine Tempowechsel gehabt. Wir haben unsere Bälle schwierig und sehr kompliziert nach vorne getragen. Auf der anderen Seite hat man aber trotzdem hier Riesenchancen. Ich denke bloß an Daniel Steininger nach 3 Minuten, wo er alleine vor dem Tor steht. Und dann hätten wir trotzdem hier schon ein Tor machen können. Ich finde, in der zweiten Halbzeit waren wir griffiger, hatten dann natürlich einen tollen Start mit Alexander Piller durch das 1-0 für uns und dann war es natürlich schon so, dass wir hier sehr, sehr viele Räume gehabt haben, die wir dann leider nicht so konsequent genutzt haben. Ich denke auch da wieder an Daniel Steininger am leeren Tor vorbei schon an den Elfmeter, die wir gehabt haben. Und dann gibst du so ein Spiel normalerweise noch ab. Ja, wenn du solche Chancen nicht verwertest, normalerweise geht es dann unentschieden aus oder eben man verliert so eine Spiele noch. Darum sind wir heute sehr glücklich, dass wir es trotzdem noch gewonnen haben und Glückwunsch an die Mannschaft. Aschaffenburg wünsche ich noch einen weiterhin guten Saisonverlauf. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, dann natürlich die Stellungnahme von Sloko. Ja, auch von mir ist ein Grüß Gott. Ich sehe das ähnlich wie mein Kollege. In der ersten Halbzeit haben wir uns, alles was wir uns vorgenommen haben, haben wir auch umgesetzt. Wir haben das erste Mal mit 2 Stürmern agiert, die sehr wenig Spielraum zugelassen haben für den Gegner. Und bis auf die Torchance, wo der Soel hinten ausrutscht, haben wir das eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Der Genickbruch war natürlich das 0-1, wo wir danach total den Faden verlieren. Und ich glaube, 5, 6, 7 hundertprozentige Torchancen zulassen. Und uns dann der gehaltene Elfmeter vom Steige wieder zurück ins Spiel bringt. Da haben wir dann wieder Emotionen gezeigt, haben das Zugriff wieder zum Spiel gekriegt und uns auch selber dann Torchancen erarbeitet, haben natürlich dann hinten alles aufgemacht, waren noch viele Räume da, haben unbedingt versucht, noch den Punkt zu holen, hat für die Mannschaft, für uns alle leider nicht geklappt. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Das nächste Heimspiel heute in 14 Tagen. Wir hoffen natürlich auf regen Besuch. Wir wissen, Wetterunbill, keine Ahnung, aber vielen Dank an Sie alle, die heute gekommen sind. Wir brauchen nach wie vor jede Unterstützung. Das ist ein langer Weg, aber wir werden diesen Weg gehen und wir sind uns auch sehr sicher, dass wir diesen Weg erfolgreich gehen werden. Und in den nächsten Wochen gibt es einige Neuigkeiten zu vermelden. Ich hoffe, das freut den einen oder anderen und Ihnen allen
Vielen Dank für den Besuch und bis heute in 14 Tagen. Dankeschön.